Pokémon Blattgrüne Edition. Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt. Ja, noch ein neues Let's Play Projekt. Ich weiß nicht, wie regelmäßig es kommen wird. Aber ja, ich hatte Bock auf Pokémon. Frag mich nicht warum, ich weiß es nicht. Ich habe Bock, ein kleines eine kleine Pokémon Let's Play Reihe, sag ich mal, zu starten. Sowas in der Art wie halt, yo, wenn man Bioshock oder so jeden Teil nacheinander spielt. So fangen wir mit der ersten Generation an und hören mit der vierten Generation, vielleicht auch mit der fünften Generation auf. Aber ich bin halt der Meinung, dass Pokémon halt den Reiz verloren hat nach Diamant und Perl und Platin. So Diamant, Perl und Platin waren so noch die besten oder waren auch die einzig wirklich richtig guten Spiele, finde ich, bis halt dann die Mega-Entwicklungen oder so kamen. Aber ja, ich hab Bock auf Pokémon, deswegen dachte ich mir so, komm, wir starten eine kleine Let's Play-Reihe und das ist Pokémon Blattgrün. Danach kommt Heart Gold oder Soul Silver. Ich spiele halt nicht wirklich so die Generation, sondern halt einfach nur an sich die Generation, nicht in der Reihenfolge, wie die Spiele auch entstanden sind. Also nicht erst Rot, dann Kristall, dann Smaragd und so, sondern halt, ja, Blattgrün, danach Heart Gold oder Soul Silver, bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Dann Omega Rubin, Leute. Und danach bin ich noch unschlüssig, ob ich Diamant oder Platin spielen werde. Ich weiß es aber noch nicht. Es wird jetzt auch nicht direkt hintereinander kommen, es wird immer so ein bisschen Abstand sein, weil ich glaube, so viel Pokémon kann ich auch nicht zocken. Aber ja, wir fangen an. Die Welt, in die du jetzt gelangst, wird dir ein Abenteuer bescheren, in dem du der Held bist. Rede mit den Leuten und überprüfe Dinge, wo immer du bist. In Städten, auf Straßen oder in Höhlen, sammle überall Informationen. Neue Wege werden sich auftun, indem du Menschen in Not hilfst, Herausforderungen meisterst und Rätsel löst. Manchmal wirst du von anderen herausgefordert und von wilden Geschöpfen angegriffen. Sei tapfer und lass dich nicht beirren. Während deines Abenteuers interagierst du hoffentlich mit allen möglichen Personen, um deinen Charakter zu festigen. Das ist unser Hauptziel. Drücke den A-Knopf, um das Abenteuer zu beginnen. Alles klar, das machen wir natürlich. Hallo, Professor Eich. Hallo, herzlich willkommen. In der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich. Man nennt mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere, andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Ich selbst habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Zunächst solltest du mir etwas von dir erzählen. Errätst du mir, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist? Ich bin ein Junge, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie cool das Mädel hier aussieht. Wir nehmen das Mädchen, das sieht cool aus. Ich spiele in solchen Spielen, ich spiele auch im Diamant und Platin immer nur das Mädchen, weil es einfach cooler aussieht alleine. Wie nennen wir uns? Wir nennen uns wie das Mädchen in Diamant und so. Wir nennen uns Lucia. Das ist der Name, den ich meistens für einen weiblichen Charakter verwende. Genau, dein Name ist also Lucia. Ja. Cool. Dies ist mein Enkel. Von jeher wollt ihr einander übertropfen. Wie war noch gleich der Name? Gerd. Hans! Geil. Ja, ich nenne den Enkel immer. Oder meinen Rivalen nenne ich immer. Eigentlich Gary, aber ich will mir angewöhnen, eigentlich immer drei Fragezeichen zu nehmen, weil ich das so cool fand in Diamant, in Pokémon, Rubin, Gold und Silber und so, wo der Rivale am Anfang einfach nur Fragezeichen heißt. Deswegen nehmen wir es. Fragezeichen, stimmt! Oh, es lag mir auf der Zunge. Das klingt cool. Lucia, eine unglaubliche Reise beginnt. In die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Reise, eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Oh ja, das wird es. Wir sind in der Welt, Leute. Der Welt der Pokémon. Gucken wir erstmal einen PC. Haben bestimmt einen Trank. Natürlich haben wir einen Trank. Und ich werde jetzt erstmal. Okay, in-game sieht das Mädchen voll. Als ob das so eine riesigen Augenringe hat oder so. WTF. Alles klar. Texttempo 3, bitte. Meine Güte, das ist echt ätzend. Animation Mono, Hilfe, Knopfbelegung, Hilfe, ja. Ist mir eigentlich egal. Welchen Rahmen nehmen wir denn? Ich finde so einen blauen Rahmen eben ganz cool. Ich glaube, ich nehme den blauen. Die 5, komm. Super. Sehr geil.
Ja, wie gesagt, es wird jetzt nicht vielleicht jeden Tag kommen oder so, je nachdem, wie ich halt Bock habe aufzunehmen. Das ist einfach nur so ein kleines Projekt, so zwischendurch einfach mal ein paar Parts raushauen oder so. Vielleicht schaffe ich es auch wirklich täglich, dann kommen halt 3 Videos täglich, aber ich glaube nicht. Und dann halt, je nachdem, wie ich halt Lust habe, noch mal ein paar zwischendurch aufzunehmen, kommt halt auch mal ein paar Pokémon. Einfach nur, weil ich irgendwie Bock habe, so eine Pokémon-Reihe zu spielen, einfach mal, jede Generation. Hallo Mutti! Ah, genau, jedes Mädchen träumt vom Reisen, das sieht man im Fernsehen. Oh ja, Professor Eichmann hat von nebenan nach dir gesucht. Oh, okay. Aber wie wir alle wissen, Leute, wird der liebe Professor nicht da sein. Das heißt, wir gehen einfach mal ohne ihn los. Ja, warte, geh nicht raus! Oh, okay. Da draußen ist es gefährlich, wilde Pokémon leben im hohen Gras. Du brauchst eigene Pokémon, um dich zu schützen. Komm, folge mir. Okay. Dim, 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 dim. Die Musik ist cool. Hey, Opa, ich will nicht länger warten. Ja, Fragezeichen. Lass mich nachdenken. Ach ja, richtig. Ihr solltet ja zu mir kommen. Wartet einen Moment. Hier, Lucia. Dort liegen 3 Pokémon. Haha. Sie befinden sich in den Pokébällen. In meiner Jugend war ich ein engagierter Pokémon-Trainer. Jetzt, da ich alt bin, habe ich nur 3 Pokémon übrig, die nicht wirklich trainiert sind. Aber ich gebe dir eines ab. Wähle. Ey, halt. Opa, was mit mir? Hab ein wenig Geduld, Fragezeichen. Auch du sollst eins bekommen. Alles klar. Und hiervor werde ich jetzt einmal kurz abspeichern. Nicht um irgendwie ein Pokémon mit übel krassen Werten oder so zu bekommen, sondern einfach nur, weil ich, ja, Leute, ich habe den Tick schon mal in einem Video erwähnt. Ich mag nur männliche Pokémon. Einfach weil dieses Zeichen auch besser aussieht als dieses weibliche Zeichen. Das ist ein ganz schlimmer Tick, Leute. Es tut mir leid. Was haben wir denn hier so? Ah, Bisasam soll es sein. Es ist leicht zu trainieren. Möchtest du das Pflanzen-Pokémon Bisasam? Ja. Yeah. Ah, Shiggy soll es sein. Es ist das Training wert. Möchtest du das Wasser-Pokémon Shiggy? Mm. Ah, Glumanda soll es sein. Trainiere es geduldig. Lucia, möchtest du das Pokémon Glumanda? Oh. Ja, welches Pokémon nehmen wir, Leute? Wir nehmen natürlich nicht Glumanda. Ich bin ein Anti-Glumanda-Starter. Mensch. Dings. Wir nehmen natürlich Shiggy. Weil Shiggy ist einfach geil. Shiggy ist einfach eines meiner Lieblings-Pokémon. Und ja, wir werden es nehmen. Dieses Pokémon ist wirklich energiegeladen. Ich liebe Shiggy, Leute. Es tut mir leid an alle, die gehofft haben, ich nehme Glumanda. Nein. Es ist männlich. Das ist sehr gut. Ich wollte keinen Kosenamen geben. Ich wollte nur gucken, ob es männlich ist. Na, ich nehme dieses hier. Fragezeichen nach erhält Bisasam. Okay. Alles klar. Also was zu sagen? Ja, wenn du auf ein wildes Pokémon triffst, dann kann dein Pokémon dagegen kämpfen. Alles klar. Ja, warte, Lucia, lass uns unsere Pokémon testen. Komm schon, ich fordere dich aus. In dem Labor? Junge, wenn wir Gerätschaften kaputt machen. Was ist denn mit dir? Hallo? Der Professor braucht das noch. Aber alles klar. Dieser Samen wird von ihm in den Kampf geschickt. Oh, um Himmels Willen, aufdringlich wie immer. Lucia, dies ist dein erster Pokémon-Kampf, nicht wahr? Ein Pokémon-Kampf findet statt, wenn Trainer mit ihren Pokémon gegeneinander kämpfen. Der Trainer, dem das gelingt, die Pokémon des anderen Trainers zu besiegen, indem er ihre KP auf 0 bringt, gewinnt. Aber darüber zu reden hilft nicht, du musst selbst deine Erfahrung machen. Kämpf und lerne! Okay, wir machen Tackle. Oh, das macht gar nicht mal so viel Schaden. Dem Gegner Schaden zuzufügen ist der Schlüssel zum Sieg. Alles klar. Aber wir schaffen das schon. Gleich die Hälfte. Gleich haben wir die Hälfte von Bisasam. Ja, der Kampf dürfte eigentlich easy sein. Noch zweimal und er hat einen Volltreffer gemacht. Bitte was? Bitte jetzt nicht noch einen Volltreffer. Danke. Okay, dann haben wir ihn jetzt. Jetzt haben wir ihn. Oh! Shiggy 67 Erfahrungspunkte und steigt dadurch ein Level auf. Sehr geil. Spieler besiegt, Rivale. Was? Das ist unmöglich. Ich habe mir das falsche Pokémon ausgesucht. Nein, du bist einfach nur... Weiß ich nicht. Hm, grandios. Bei deinem ersten Sieg erhältst du ein Preisgeld und deine Pokémon werden stärker. Kämpfe gegen andere Trainer und stärke so deine Pokémon. Alles klar, machen wir. Ja, okay, ich werde meine Pokémon trainieren, damit sie stärker werden. Lucia, Opa, wir sehen uns später. Din, 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 din. Alles klar, sehr cool. Dann würde ich sagen, wir gehen noch schon gleich weiter. Kriegen wir nicht von der...
Und ihr hier noch eine Karte? Hallo Lucia, ich hörte, dass du gegen Fragezeichen gekämpft hast. Das hätte ich gerne gesehen. Oh, okay. Bin keine Karte von ihr. Schade. Dann machen wir uns auf den Weg, Leute. Route 1. Mein Team steht übrigens schon fest, also versucht nicht irgendwie, gewollte Pokémon in die Kommentare zu schreiben oder so. Mein Team steht schon fest, ich habe mir eins ausgesucht. Ich weiß nicht, ob es das beste Team ist, aber ich bin auch kein übelkrasser Pokémon-Spieler. Ich spiele einfach mit dem Pokémon, auf die ich Bock habe. Und einfach nur so, wie ich Bock habe. Das heißt, ich bin einfach nur ein Casual-Player, Leute. Einfach nur ein Casual-Pokémon-Player. Keine EV-Werte oder wie das heißt, die ich unbedingt bei einem Pokémon haben möchte und so weiter. Aber ja. So, weil wir mussten doch jetzt nach Vertania City und erstmal kurz einmal Pokémon heilen, denn wir haben ein wenig Schaden bekommen. Zwar nicht viel, aber komm. Ich bin gerade im Überlegen, ob ich wirklich jeden hier in dieser Stadt anspreche oder jeden jeder Stadt anspreche. Ich glaube, ich mache es, aber dann nehmt es mir nicht übel, wenn ich keine Synchronisation mache, sondern wirklich einfach nur vorlese, was da steht. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm, Leute. Denn, ja, ich kann nicht für jeden eine Synchronisation raussuchen. Das sind zu viele Charaktere. Für die wichtigen, so wie ihn hier zum Beispiel. Hey, kommst du aus Alabastia? Ja. Wo ist alles schicklich, oder? Deine Bestellung ist angekommen. Holst du das Paket für ihn ab? Ja, klar. Mach ich. Danke. Da wir ja gleich eh nochmal herkommen, werde ich jetzt erstmal zu Professor Eich gehen, das Paket abgeben, dann in Alabastia mit jedem einmal reden. Und dann wieder hier hochkommen und in der Stadt mit jedem reden. Ich wusste gar nicht, dass man im Blattgrün und Feuerrot wirklich die männlich oder weiblich auswählen konnte. Ich dachte, das kam in Smaragd das erste Mal. Ah. Okay. Hallo Eich. Oh, hallo Lucia. Wie geht's den Pokémon? Scheint dich sehr zu mögen. Du musst als Pokémon-Trainer sehr talentiert sein. Du hast etwas für mich? Ja, wir haben ein Paket. Hier. Ich weiß nicht, was drin ist, aber ja. Oh, auf diesen Spezial-Pokémon warte ich schon lange. Vielen Dank. Hoppa. Hey, warum hast du mich hier bestellt? Oh, ja, stimmt. Jetzt kriegen wir eine Pokédex, ne? Ach ja, ich habe eine große Aufgabe für euch. Auf dem Tisch dort seht ihr eine Erfindung von mir, den Pokédex. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Er ist eine Art Hightech-Lexikon. Lucia, Fragezeichen, diese beiden sind für euch. Danke. Es reicht nicht, Pokémon zu sehen, um detaillierte Informationen über sie zu sammeln. Du musst sie fangen. Benutze das hier, um wilde Pokémon zu fangen. Sehr geil, Leute. Danke für die Pokébälle. Tauch damit das Pokémon auf, so kannst du es fangen. Wirf einfach ein, bei allen Versuchen ist. Doch du wirst oftmals keinen Erfolg haben. Ein gesundes Pokémon entkommt schnell. Man muss schon etwas Glück haben. Ein Lexikon über alle Pokémon der Welt. Oh, das war immer mein Traum. Aber ich bin zu alt, ich schaffe es nicht mehr. Also bitte ich euch, meinen Traum zu verwirklichen. Macht euch auf den Weg. Dies ist eines der bedeutendsten Projekte in der Geschichte der Pokémon. Ja, alles klar, Opa, überlass es ruhig mir. Lucia, es tut mir leid, aber ich brauche deine Hilfe nicht. Genau, ich leihe mir von meiner Schwester eine Karte. Und dir soll ich sie keine geben. Du bist ein Arsch, weißt du das eigentlich? Fragezeichen. Naja. Ich bin Professor Eichs Assistent, ich studiere mit ihm die Pokémon. Cool. Professor Eich ist eine Kapazität auf dem Gebiet der Pokémon. Unter Pokémon-Trainern genießt er ein sehr hohes Ansehen. Ich bin Professor Eichs Assistent, ich studiere... Oh, okay. Ja, ihr seht auch gleich aus. War ja klar, dass ihr den gleichen Text habt. Hallo. Die Technik heutzutage ist unglaublich. Man kann sogar Items und Pokémon via PC lagern und wieder abrufen. Ja, wie man Items auf einem PC lagern kann, das ist mir auch noch nicht so ganz... Weiß nicht. Auch ich ziehe Pokémon auf. Wenn sie stark sind, können sie mich beschützen. Alles klar. Mama. Mach eine Weltreise, okay? Lucia, du sollst eine kurze Pause einlegen. Oh. Dich interessiert das gar nicht, dass ich... Okay. Weißt du, ich hab... Nee, okay. Dann halt nicht. Juckt meine Mama gar nicht. Alles klar. Ey, kannst du mir eine Karte geben?
Opa hat dich in meinen Botengang gebeten. Hier, das wird dir weiterhelfen. Lucia erhält die Karte. Dankeschön. Ha, Fragezeichen. Sie hat mir doch eine Karte gegeben. Nice. Sehr geil. Und jetzt, Leute, wir können schon mal unser erstes Pokémon fangen. Und zwar... Moment. Hi, ich arbeite in einem Pokémon-Supermarkt. Ich verkaufe viele praktische Dinge. Du findest unseren Laden in Fatania City. Am besten gebe ich dir hier ein Werbegeschenk. Hier, bitte. Nett. Das ist nett. Trank ist am Anfang immer nützlich. Kann man immer gut gebrauchen. Und ein Radfratz. Ja gut, ein Radfratz will ich jetzt nicht unbedingt haben. Aber wir können uns hier auf Level 7 trainieren. Beziehungsweise unser Shiggy halt auf Level 7 trainieren. Das machen wir natürlich gerne. Jekyll. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe kein wirklich effektives Pokémon für die zweite Arena, wenn wir da sind. Nee. Shiggy erreicht Level 7 und erhält Blubber. Das ist nice. Das ist sehr gut. Nee, ich glaube, ich habe kein effektives Pokémon. Schade eigentlich. Ist ein bisschen unlucky, aber naja, was soll's. Hey, siehst du die Stufen hier? Du kannst nicht hinaufklettern, dafür aber runterspringen. Du kommst so kommst du viel schneller nach Alabastia zurück. Ah, das ist gut zu wissen. Aber ich warte immer noch auf mein Pokémon. Da ist es, Leute. Unser erstes Teammitglied wird ein Taubsi sein, aber nicht dieses Taubsi. Denn es ist Level 2 und weiblich. So ein Level 3 Taubsi ist schon drin, oder? Komm schon. Vielleicht auch ein Level 4 Taubsi. Man weiß es nicht. Ah, es muss auch noch männlich sein. Hätte ich vielleicht dazu sagen sollen? Es hat meine Sprachaktivierung noch nicht so mitbekommen, wie es aussieht. Aber das Taubsi will ich auf jeden Fall noch fangen, bevor wir jetzt nach Fatania City gehen. Und bevor ich den Part beende. Komm schon! Liegt es vielleicht daran, dass ich jetzt hier einen weiblichen Charakter spiele und dadurch vielleicht die Wahrscheinlichkeit höher ist, weibliche Pokémon zu finden und bei männlichem Charakter männliche? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe bisher... Okay, ich glaube, das ist das erste weibliche Pokémon, was wir heute treffen. Männliche. Abgesehen von Shiggy jetzt. Ja, der hätte die Wahrscheinlichkeit, dass Shiggy weiblich ist, ja auch höher sein müssen, ne? Ja. Da ist es, Leute. Das ist unser Taubsi. Das ist es. Ja, noch ein Tackle. Und dann, ja, noch einen hält er nicht aus. Oder hält Taubsi nicht aus. Das heißt, wir werden jetzt schon mal... Keine Karte. Ein Pokéball werfen. Und hoffen, dass wir das Taubsi beim ersten Versuch gleich fangen. 1, 2, 3. Ja! Wir haben unser erstes neues Teammitglied. Taubsi. Na, ich wollte es gerade vorlesen. Oh. So, erstmal können wir noch Shiggy vorlesen. Das habe ich auch nicht vorgelesen, ne? Shiggy, Mini-Kröte. Nach der Geburt bildet sich auf Shiggys Rücken ein Panzer. Es attackiert mit Sprühschaum. Ah. Okay. Und wo ist Taubsi? Da ist Taubsi. Taubsi, Kleinvogel. Ein vorwiegend in Wäldern lebendes Pokémon, das zur Verteidigung mit den Flügeln Sand aufwirbelt. Okay, das gibt's aber ziemlich häufig. Normalflug. Ist Taubos auch noch normal? Ich weiß es gar nicht. Ich bin der Meinung, ja, oder? Ich glaube, Taubos ist auch normal, ist auch ein normal Pokémon. Wir setzen jetzt auf jeden Fall erstmal Taubsi an erster Stelle. Und werden uns im nächsten Part... Ja, ich gehe mich kurz heilen und stelle mich schon mal an den Ort, wo ich im nächsten Part sogar schon unser nächstes Teammitglied fangen werde. Und dann könnte man im nächsten Part sogar theoretisch schon unser viertes Teammitglied fangen. Ist für den Anfang natürlich ein bisschen schlecht, dass wir dann schon 4 Pokémon haben, die wir trainieren müssen. Allerdings, ja, habe ich die halt da schon, kann ich sie dann schon fangen und dann werde ich sie natürlich auch schon fangen. Hier werden wir unser nächstes Teammitglied holen, Leute. Wir sehen uns hier wieder, nicht genau hier, denn wir sehen uns im Kampf wieder. Soweit ich weiß, ist die Chance, dieses Pokémon anzutreffen, nämlich sehr gering. Ich hoffe, euch hat der erste Part gefallen. Wenn ja, lasst eine Bewertung da. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!